Auf geht's zu Wiesn! Oh, Zapfdüs! Bei mir ist beim Einzug der Wiesnwirte der unser neuer Oberbürgermeister Dieter Reiter. Ich bin ein bisschen nervös, neben Ihnen zu stehen. Wie geht's Ihnen so? Ich bin auch nervös. Aber nicht so sehr, wie gesagt, es wird in der Stunde oder noch anders sein. Wenn man dann vor ein paar hundert Millionen Zuschauern dann anzapft, ist es was Besonderes. Konnten Sie überhaupt ruhig schlafen letzte Nacht? Ich habe ganz ehrlich ganz ruhig geschlafen. Haben wir gestern Abend noch ein Beruhigungsbier einverleibt. Er nimmt meine Frage auch schon vorweg. Ich wollte jetzt fragen, ob er gestern Abend sich mit Bier schon mal eingestimmt hat. Ich habe ein Beruhigungsbier getrunken, habe gut geschlafen. Eins. Ja, mehr sind nicht, weil der Kopfgefahr ist zu groß und heute war es blöd gewesen, wenn man irgendwie schlecht drauf ist. Also, nee, das war gut und ich habe gut geschlafen. Und wir sind auch jetzt in aller Ruhe hierher gefahren. Jetzt fahren wir noch ein bisschen Kutsche und dann in 10 Sekunden ist alles vorbei und dann kann man den Rest auch genießen. Ich habe in den Medien ja schon mitbekommen, Sie haben sich ein bisschen vorbereitet und geübt. Was ist Ihre Prognose? Wie viele Schläge brauchen wir? Ja, also ich habe mir vorgenommen 3 oder 4. Mehr dürfen es nicht werden und das glaube ich schaffe ich ja. Man braucht ja auch Luft nach oben, man muss sich auch irgendwie steigen. Ja, exakt. Unter 2 geht es nicht. Das heißt also, ich habe ja noch mindestens 5 Jahre. Also insoweit muss man sich ein bisschen Luft lassen. Sie als Oberbürgermeister, was bedeutet Ihnen denn die Wiesn? Das würde unsere Zuschauer mit Sicherheit interessieren. Ja, also für mich ist die Wiesn ganz was Besonderes, ganz was Wichtiges. Als Münchner, der mit 4 Jahren schon 5 Jahren schon auf der Wiesn war, immer letztlich, mit den Eltern auf der Wiesn war, ist das ganz was Tolles. Dass man irgendwann mal sozusagen als Oberbürgermeister auf die Wiesn geht, das hätte ich mir in Ihrem Alter zum Beispiel noch nicht träumen lassen. Ja, vielleicht hole ich Sie irgendwann mal ein und mache auch Oberbürgermeisterin, man weiß es ja nicht. Jetzt eine letzte Frage hätte ich noch. Wie haben Sie sich heute Morgen gestärkt? Gab es da ein Frühstück für Champions? Nein, es gab das Übliche, 2 Tassen Kaffee und ein kleines Brot mit Marmelade. Mehr gibt es nicht. Ich habe aber auch nicht wirklich Hunger gehabt heute früh. Ich sage ja, die Aufregung ist doch eindeutig vorhanden. Dann wünschen wir Ihnen ganz viel Erfolg und toll, toll, toll beim Anschauen. Herzlichen Dank. Vielleicht sehen wir uns nachher noch. Ja, ciao, servus. Servus. Yeah.